Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, nämlich Half-Life 2. Ja, nach Half-Life Source, Half-Life Opposing Force, Half-Life Blue Shift kommen wir jetzt endlich zum etwas grafisch aufwendigeren Spiel. Und wir starten einfach mal ein neues Spiel und ich wünsche euch viel Spaß mit Half-Life und Gordon Freeman in neuer Funktion. Ladevorgang läuft. Dum, 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 Half-Life 2. Munter ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Womit ich nicht sagen will, dass Sie sonst faulenzen. Niemand hat mehr geleistet als Sie. Und der gesamte Einsatz wäre umsonst bis... Nun, sagen wir mal, es ist wieder soweit für Sie. Der rechte Mann am falschen Ort kann in der Welt viel bewegen. Also wachen Sie auf, Mr. Freeman. Schnuppern Sie die Asche in der Luft. Tja, und da sind wir wieder. Wann bist du denn eingestiegen? Hier, da hinten bin ich eingestiegen. Und du? Dieses ewige Umsiedeln zehrt ganz schön an der Substanz. Na klar, das kann ich nachvollziehen, mein Freund. So. Tja. Weiter geht's nicht. Hallo, danke. Willkommen. Willkommen in City 17. Sie sind in eine der besten unserer verbleibenden Städte gezogen oder entsandt worden. City 17 bedeutet mir so viel, dass ich meinen Verwaltungssitz hier bezogen habe. In der von unseren Gönnern zur Verfügung gestellten Zitadelle. Ja, vielen Dank für diese Information. Ich bin stolz, ein Bürger von City 17 zu sein. Daher möchte ich Ihnen, ob Sie bleiben oder nur durchreisen, zurufen... Willkommen in City 17. Ja. Erste Warnung, weitergehen. Aber das ist alles, was ich noch habe. Weitergehen. Los jetzt. Gut, bin unterwegs. Meine Position. Nix für weg. Tja, ihr seht, wir werden hier herzlich willkommen geheißen. Waren Sie die Einzigen im Zug? Ich weiß nicht. Ja. Die Wachen hielten den Zug an und nahmen meinen Mann zum Verhör mit. Er sollte mit dem nächsten Zug nachkommen, haben sie gesagt. Aber immerhin, ich darf ja auf ihn warten. Ja, willkommen. Glückwunsch. Willkommen, kommen, kommen, City 17. Sie sind in eine der besten unserer verbleibenden Städte gezogen oder entsandt worden. Tja, ja, wir sind auf jeden Fall hier angekommen, nachdem der G-Man uns gesagt hat, hey, hallo, Gordon Freeman, du bist endlich wieder hier, du musst aufwachen. Niemand steigt ein, aber sie sind immer... Sie fahren immer ab, aber kommen Bürger nie an. Von City 17 und die zu sein. Die fahren nie ab. Daher man sieht sie nie abfahren, aber sie sind immer voll. Bleiben. Niemand steigt ein, aber sie sind immer... Zurufen. Sie fahren immer ab, aber willkommen. Kommen nie an. Ja, okay, sie fahren immer ab, kommen aber nie an. Und so. In Sicherheit. Weitergehen. Tja. Moment. So, hallo. Weitergehen. Ja, ich bin hier. Ich stehe. Du Bürger, hallo. Willkommen. Ja. Ich habe einen Umsiedlungsschein, wie jeder andere auch. Zurück. Wie zurück? Ja,
als wäre sie das hier. So. Und nun zum Bier, das ich dir schulde. Ich bin's, Gordon, Barney von Black Mesa. Tut mir leid, ich musste den Kameras doch was bieten. Ich habe mich beim Ordnungsschutz eingeschleust. Darf nicht zu lang dauern, sonst schöpfen sie Verdacht. Muss noch einige Leute verprügeln. Verprügeln. Ja, Barney, was ist denn? Ich bin gerade bei einem wichtigen Test. Sorry, Doc, aber schau mal, wer hier ist. Hallo. Grundgütiger, Gordon Freeman. So ganz ohne Vorwarnung. Ja. Geht mir genauso, Doc. Er saß schon beinahe im Zug nach Nova Prospect. Also, Barney, was hast du vor? Ich denk nach. Alex ist hier, irgendwo. Sie weiß sicher besser, wie wir ihn herbringen können. Naja, solange er nirgendwo kontrolliert wird, dürfte alles okay sein. Hör mal, ich muss weiter. Wir riskieren so schon genug. In Ordnung. Und, Gordon, schön, dich zu sehen. Ja, danke. Ich fand okay, das auch schön. Okay, Gordon. Du musst alleine zu Dr. Kleines Labor durchkommen. Oha, das hatte ich befürchtet. Rein hier, Gordon, bevor meine Tarnung aufliegt. Okay, tschö. Stell was unter das Fenster und raus da und dann immer weiter bis zur Plaza. Ich treffe dich später. Okay, so. Wir sind jetzt hier angekommen. Hämmer. Immer mit der Ruhe, Freunde der Sonne. Ah, das ist das berühmte Fenster. So, wir können jetzt hier mit Objekten etwas besser interagieren, als das in den ersten Teilen der Fall war. Was schon mal sehr cool ist. Und raus hier. Jawoll. Bam. So, kann ich hier raufklettern? Nicht verwendbar. Schade. Ladedaten. Also die Ladescreens gibt es leider immer noch. Aber das soll uns erstmal nicht aufhalten. Ja, wir sind hier in City 17 angekommen, nachdem der G-Man uns gesagt hat, hey, Gordon Freeman, aufwachen, bitte, es ist wieder Zeit für dich zu handeln. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, was hier so passiert. Das Ganze spielt... Dude aufheben. Ich sagte in den Mülleimer gehen. Entschuldigung. Ich sagte weitergehen. Okay, gehen Sie. Ja, also ihr seht schon, hier in City 17 ist alles in Ordnung. Und wir werden hier echt total nett behandelt und so. Was gibt's denn hier Schönes? Ja. Dauert mir zu lange, will ich nicht. Mit welchem Recht? Hallo, wer bist du? Weitergehen. Bla bla. Also wir können nicht so viel machen hier. Aber noch können wir uns zumindest frei bewegen. Aber weißt du, wenn dieser Typ da oben nicht dauernd labern würde, ne? Dieser Hansel da. So, was gibt's hier? Also man kann hier echt auch nirgendwo rein, ne? Das ist alles hier irgendwie abgeriegelt. Wir wissen nicht so ganz genau, was passiert ist. Wir wissen nur, dass wir im Zug aufgewacht sind. Letztendlich wissen wir nicht mal, ob das nicht irgendwie ein Traum war. Hier kann man auch nirgendwo hin. Denn da sind überall Kraftfelder. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, um in das Labor vom Dock zu kommen. Hier kann man auch nirgendwo hin. Jetzt Durchzählung. Der Instinkt stand Pate in der Kindheit unserer Rasse. Der Instinkt beruht. Hallo. Hallo. Ein guter Rat. Als wir über schwache Flammen Speere härteten. So, und wir können echt nichts tun, ne? Sobald wir uns sehen. Ja. Alles gut. Ne, die sind sehr, sehr gewalttätig. So, da hinten möchte ich, glaube ich, erstmal gar nicht hingehen. Wir folgen einfach mal dem Pfad hier, den wir gehen können. Das ist alles relativ linear. Das ist jetzt einfach gerade so. Ist aber erstmal nicht so schlimm. So, da möchte ich, glaube ich, auch gar nicht lang gehen. Wir gucken mal, wie es hier weitergeht. So beginnt es immer. Erst ein Haus, dann das ganze Viertel. Ich weiß nicht, was Sie bei uns wollen. Sie werden schon einen finden. Einen was? Tja,
was gibt's zu Half-Life 2 sonst zu erzählen? Als Half-Life 2 rauskam, war das von der Physik-Engine her echt ein Meilenstein, dass man hier mit der Umgebung interagieren konnte und sowas. Das war echt cool. Das gab's vorher nicht. Das war eine richtige Sensation. Und auch die Grafik von Half-Life 2 war damals ein echtes Highlight. So, wir laden mal wieder eine Daten nach. Ne? So, wir sind im Prinzip ja noch in der Prolog-Geschichte. Na, da kommt man nicht raus. Da kann man auch nicht mit dem Fahrstuhl fahren. So ein Ärger. Wir sind noch in der... In der Prolog-Geschichte. 603 Eindringlingsalarm. Du bist verloren. Alle Einheiten gut 3 Moment 1020. What? Hallo. Hast du hier geklopft? Wusste gar nicht, dass wir noch ein Tor haben. Nicht gestellte Fragen. Oh, ich dachte, du wärst ein Bulle. Er gehört zu uns. Nicht, was gut für uns ist. Sieh sie dir an, ich sag's ja. Als nächstes holen wir uns. Für die Menschen. Mann, ich hoffe, du hast Unrecht. Wird das Headfeld hier wieder abgeschaltet? Werden wir uns wieder vorbereiten? Oh, guck mal, da geht's jetzt weiter. Weitergehen. Achtung Anwohner. Falsche Personenzahl in Ihrem Block. Bei Kooperation mit Ordnungsschutz vollständiger Ration. Hoch zum Dach. Alter, machst du keine Hektik. Wo geht's zum Dach? Ich weiß nicht, wo es zum Dach geht. Oh, da geht's zum Dach. Oh. Ah, Hilfe, ich werde verfolgt. Oh Gott, schnell, oh Gott. Ja, vielen Dank. Weiter, hoch zum Dach. So, Ladebalken, Ladebildschirm wieder. Was muss ich tun? Oh, da hinten geht's raus, da hinten geht's raus. Krach, Pistolenschuss. Werden wir, oh Gott, oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, wo muss ich hin? Wo muss ich hin, wo muss ich hin? Oh Gott, ich muss da hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Warum? Hey, hört auf. Au, ich habe euch ja gar nichts getan. Au! Au, 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 au. Abgeschlossen. Super, dann halt hier hin. Au, au, au. Nein, nix ist. Jawohl. Aber was immer da abgeht. So ganz genau wissen wir es nicht. Oh, Hallöchen. Wer bist du denn? Na? Dr. Freeman, vermute ich. Achtung. Losbeeilung. Die Combine kommen langsam in Gang, aber wenn, dann sollte man in Deckung gehen. Oh, hier. Ich brauche Waffen und Schutzanzüge. Her damit. Der Kleine meinte, du würdest kommen. Vermutlich hat er die Wegbeschreibung vergessen, oder? Tja. Ich bin Alex Vance. Mein Vater war damals in Black Mesa dabei. An mich erinnerst du dich sicher nicht. Sagst nicht viel, oder? Nee, was soll ich auch sagen, ne? Ich meine, ich kenne dich ja nicht mal. An den Namen Vance erinnere ich mich auch in der Tat nicht. Dabei. Der Herr Administrator. Wenn es um Breen geht, sieht mein Vater rot. Hierdurch. Alles klar. Oh, ein Geheimgang. Und nochmal ein bisschen Daten nachladen. Na klar, das machen wir doch gerne. Vielleicht schon mal ein bisschen länger. Komisch, dass du gerade heute auftauchst. Warum? Schade. Wir helfen Menschen zu Fuß aus der Stadt zu fliehen. Eine gefährliche Route zu Dads Labor. Durch die alten Kanäle. Jetzt haben wir vielleicht endlich einen besseren Weg. Komm, ich spendiere dir einen.
und übrigens, natürlich dich kennenzulernen. Ja, vielen Dank auch. Hallo. Verflix doch mal. Wo ist die hin? Lamar, komm raus da. Oha, alles in Ordnung, Dr. Kleiner? Oh, hallo, Alex. Nun, fast in Ordnung. Ja, Lamar ist wieder aus ihrer Kiste geflüchtet. Ich würde ja fast vermuten, dass Barney sie gefangen und... Meine Güte, Gordon Freeman. Bist du's wirklich? Ich fand ihn draußen, den Streuner. Ist schon ein Tunichtgut, oder? Wir verdanken Dr. Freeman viel, auch wenn er uns nicht selten in Schwierigkeiten bringt. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich muss sagen, Gordon, dein Besuch kommt mir sehr gelegen. Alex hat gerade das letzte Teil unseres neuen Teleporters installiert. Dieser Durchbruch ist allein ihr Werk, Doktor. Unsinn. Du bist eine unserer Besten. Schauen wir mal, ob es funktioniert, okay? Und ist er hier? Hey, Barney. Gordon, die sind aufgescheucht. Hier kann er nicht lang bleiben, Doc. Das gefährdet deine ganze Arbeit. Keine Sorge, ich nehme ihn mit. Das stimmt, Barney. Dies ist ein bedeutender Moment. Wir weihen den neuen Teleporter mit einem Doppeltransport ein. Es funktioniert? Klingt total ungefährlich. Weil diese Katze lässt mich nicht mehr schlafen. Aber, es besteht kein Grund zur Besorgnis. Katze. Wir haben seitdem viel dazugelernt. Sehr viel. Katze? Doc, wenn er nicht auf die Straße geht, soll er zumindest die Klamotten wechseln. Was? Oh je, das hätte ich fast vergessen. Barney, ich überlasse dir die Ehre. Muss wieder zurück zum Dienst. Aber okay. Also ich finde die Synchronisation mit den deutschen Stimmen gewöhnungsbedürftig, sage ich mal so. Oh Gott. Oh ja, gib ihn mir. Na also. Ah! Verdammt, nimm's mir ab. Oh, Mama, hallo. Da bist du ja. War das Viech nicht erledigt? Auf keinen Fall. Keine Angst, sie ist gestürzt mir, und völlig ungefährlich. Gib mir den Anzug. Sie könnte höchstens versuchen, sich mit deinem Kopf zu paaren. Erfolglos. Sehr schön. Ich will es nicht mehr sehen. Hier, meine Kleine, hüpf rauf. Nein, nicht darauf. Nein, nein, Vorsicht, Lamar. Sie gehen leicht kaputt. Verdammt, es wird Tage dauern, bis ich sie da rauslocken kann. Ha, mit Glück noch länger. Barney, du kannst nicht mit Tieren. Ich sehe, Gordon, dein Schutzanzug passt dir immer noch perfekt. Zumindest teilweise. Ja, so ganz kann ich es nicht beurteilen, mein Lieber. Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen, aber dies ist das Wichtigste. Also... Der Mark V Schutzanzug ist jetzt noch komfortabler und benutzerfreundlicher. Oh je. Doc, dafür ist keine Zeit. Halt wenigstens den Anzug auf, Gordon. Gute Idee. An der Wand ist ein Ladegerät. Du kannst deinen Anzug jetzt von meiner Ladestation aufladen. Die gibt das an all ihren Kontrollstrecken. Super. Der Barney hier übrigens, das ist der Barney Calhoun, den wir in Half-Life Blue Shift als Protagonist spielen durften. Das nur mal so als Information am Rande. Gordon, stell dich doch dort neben die Schaltkonsole und warte auf mein Zeichen, ja? Na klar. Ja, Eli, es gab hier eine kleine Verzögerung. Du errätst nie, wer heute Morgen in unser Labor gekommen ist. Sag mir nicht, wer das ist. Ganz recht. Und wir wollen ihn zusammen mit deiner reizenden Tochter auf den Weg schicken. Bist du bereit, von Stat? Wir sind hier alle bereit. Tun wir es einfach. Ja, tun wir es einfach. Also, der masselose Feldfluss sollte sich selbst begrenzen. Die Parameter stehen auf CY-Basis und LG-Orbifold einschließlich Hilbert. Die Bedingungen könnten kaum besser sein. Das hatten wir schon mal. Hey, ja, wegen der Katze. Initialisierung in 3, 2, 1. Oh, verflixt. Oh, hier, ich hab's gefunden. Ausgezeichnet. Gordon betätigt den Schalter? Ja, hier. Gordon, nur keine Scheu. Mach ich, zack. Sehr gut. Schlusssequenz beginnt. Jetzt. Wow. Tschö.
Okay. Und, hat es geklappt? Sieh doch selbst. Hey, Doc. Oh, Gott sei Dank. Was bin ich erleichtert. So, jetzt bin ich dran. Aus dem Weg. Es ich möchte war nicht auch. Nur mein Verdienst. Dr. Freeman hat mir sehr geholfen. Na klar, ich habe den Stecker reingesteckt. Ganz recht. Wir sprechen uns gleich wieder. Sauber, Gordon. Schalter ein und so. Dein MIT-Studium macht sich echt bezahlt. Absolut. Okay, Barney, jetzt du. Uff, danke. Sobald du deine Position eingenommen hast, senden wir dich zu Eli. Knapper geht's echt nicht. Wo ist er hin? Wo ist Barney? Ach, da ist Barney. In 3, 2, hallo Barney. 1. Barney, wärst du so nett? Viel Glück da draußen. Ja, danke. Ganz recht. Es kann losgehen. Leg den Schalter um. Und viel Glück für die Zukunft. Oh, danke, Doc. Vielen Dank. Was zum Teufel? Was ist denn? Das ist ein Schoßkirchen, das verdammte Viech. Lamar, Teddy, nein! Hallo. Ist Lamar bei? Vergiss es einfach. Er kommt durch, Dad. Was ist los? Ich weiß nicht. Es scheint eine Art Interferenz zu sein. Gordon, tu nichts. Wir holen dich da raus. Ja, mach schneller, bitte. Was hat das zu bedeuten? Wer sind Sie? Wie sind Sie hereingekommen? Ich bin dein Vater. Ich hol ihn da raus. Du kannst doch nicht einfach reinwarten. Es würde dich aufschälen. Boden ist weg. Was ist los? Wenn ich nur wüsste, es gibt unerwartete Interferenzen. Keine Sorge, wir... Da ist er. Wir verlieren ihn wieder. Sag mal, ich bin mir fast sicher, dass... Gordon Freeman... Oh, hallo. Der kam nicht durch. Wo ist er dann? Hinter dir. Wow! Abschalten, abschalten! Gordon, du musst hier raus. Los! Runter, weg da! Ich kann mich holen! Ja, ich kann mich nicht bewegen, Freunde. Ah, okay. Alles klar. Was wollt ihr von mir? Geht da weg! Au! Hört auf mich zu blenden! Ihr Drecksäcke! Hilfe, Hilfe! Hilfe, Hilfe! Ja, das habt ihr jetzt davon. So, was muss ich tun? Also, das Teleportieren ist mal deutlich in die Hose gegangen, würde ich sagen. Ladebildschirm. Das hat nicht so gut funktioniert mit dem Teleportieren. Das geht aber auch immer schief, ne? Das ist Murphys Gesetz. So, aber an dieser Stelle, wo ich gerade mal hier ein bisschen Ruhe habe, würde ich sagen, machen wir hier mal einen kurzen Cut, denn wir sind schon deutlich über der Zeit. Aber ich wollte den Prolog natürlich nicht mittendrin abbrechen, ne? Deswegen haben wir bis hierher weitergespielt. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, wo uns unser Fußweg jetzt hinführt. Hoffentlich stoßen wir nicht auf so viel Gegenwehr. Das ist auf jeden Fall grafisch schon mal deutlich schicker als die Half-Life 1 Teile. Freue ich mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Ich habe Half-Life 2 zwar irgendwann vor geraumer Zeit schon mal gespielt, aber das ist schon Ewigkeiten her und ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob ich das jemals durchgespielt habe. Wir werden es feststellen. Wenn euch das gefallen hat, wie immer natürlich gerne kommentieren, diskutieren, philosophieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Half-Life 2 wieder. Bis dahin. Tschüss.